Schönen guten Abend. Wir beginnen unsere Sendung mit dem Gipfeltreffen in Brüssel und den weitreichenden Einigungen von heute Abend. Die Haltungsfrage im Fußball. Wir haben bei allen Vereinen der Bundesliga gefragt, wie sie mit Homophobie im Stadion und am Platz umgehen. Und das neue Album von Nino aus Wien. Donnerstagnacht, ganz herzlich willkommen zur ZIB 3. Ein Gipfel, zahlreiche Themen. Die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs in Brüssel hatten heute Abend so einiges auf dem Gesprächsplan. Und sie sind dabei überraschend schnell vorangekommen. In mehreren bisher strittigen Punkten gibt es jetzt Einigungen. Einerseits sollen jetzt Beitrittsverhandlungen mit Bosnien-Herzegowina starten. Dann hat die EU auch eine Feuerpausenresolution für Gaza verabschiedet. Und man möchte eingefrorenes russisches Vermögen verwenden, um die Ukraine zu unterstützen. Wir brauchen mehr Waffen, fordern diese Demonstranten vor dem EU-Ratsgebäude in Brüssel, während sie die ukrainische Hymne singen. Auch drinnen ist man überzeugt, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Wenn Russland gewinnt, steht nicht nur die Sicherheitsarchitektur Europas auf dem Spiel, auch weltweit werden wir weitere Kriege erleben. Zinsen aus eingefrorenen Vermögenswerten der russischen Zentralbank sollen für Waffen für die Ukraine genutzt werden. Deutschland ist dafür, Österreich will das Geld für den Wiederaufbau nutzen. Präsident Zelensky schaltet sich via Video ein. Es sei beschämend für Europa, wie wenig Waffen der Ukraine zur Verfügung stünden. Eine Warnung kommt aus Moskau. Sollte die EU russisches Vermögen antasten, müsse sie mit Vergeltung rechnen. Und live in Brüssel bin ich jetzt mit unserer Korrespondentin Raffaella Scheidreiter verbunden. Raffaella, zuerst ganz grundsätzlich, wieso haben sich die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs so schnell in so unterschiedlichen Bereichen einigen können? Das war ja nicht zu erwarten, oder? Es war auch für uns durchaus überraschend. Wir hätten eigentlich damit gerechnet, dass der EU-Gipfel bis weit nach Mitternacht dauern, sich die Verhandlungen auch ziehen. Aber es war dann bald klar, dass schon vorab von den Verhandlerinnen und Verhandlern der EU-Länder die gröbsten Brocken aus dem Weg geräumt wurden. Das war vor allem, was Beitrittsgespräche, den Start von Beitrittsgesprächen mit Bosnien angeht. Da konnten vor allem in den vergangenen Tagen die noch skeptischen Länder Frankreich oder die Niederlande mit an Bord geholt werden. Und so war dann am Abend noch einfach abzuwarten, wie sich die Gespräche ziehen und entwickeln, was eine gemeinsame EU-Position zur Lage im Nahen Osten betrifft. Aber da hat sich die Runde dann ziemlich schnell geeinigt. We agree to disagree. Und da hat man dann einfach den kleinsten gemeinsamen Nenner gefunden, wissend, dass man, egal wie lange man verhandelt, vermutlich hier auch nicht wirklich weiterkommt. Reden wir darüber jetzt noch ein bisschen näher, über diese Feuerpause, die die EU jetzt in Gaza einfordert. Was ist da etwa mit den Bedenken, die Österreich bei dieser Forderung hatte? Wir konnten mit Bundeskanzler Karl Nehammer vor circa 40 Minuten sprechen und er hat noch einmal darauf hingewiesen, dass in den Schlusserklärungen des Gipfels steht, dass die EU-Runde quasi humanitäre Feuerpausen fordert. Das sind eben Feuerpausen, damit Hilfstransporte zu den Menschen in Gaza kommen. Und all diese Feuerpausen sollen schlussendlich peu à peu dann zu einem Waffenstillstand führen, also einen klaren Waffenstillstand. Da konnten sich die 27 EU-Länder nicht einigen. Das liegt vor allem an Österreich, an Tschechien und an Ungarn, die meinen, dass man da so zu viel Druck auf Israel ausüben würde. Es sind auch diese drei Länder eigentlich eine Minderheit quasi in der Runde der 27, die auch hier ganz klar und stark immer noch an der Seite Israels stehen und sagen, Israels Recht auf Selbstverteidigung, das müsse man hochhalten. Während auf der anderen Seite immer mehr EU-Länder stehen, die sagen, Israels Vorgehen in Gaza sei unerträglich. Aber noch einmal, da hat man einfach versucht, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Und die nächste Einigung gab es bei dem Plan, russisches Vermögen in Europa für die Ukraine zu verwenden. Da hat man sich von den Warnungen aus Moskau nicht beeindrucken lassen? Da geht es um das Vorhaben, Zinsen des Vermögens von der russischen Zentralbank, dieses Vermögen, das in der EU liegt, dass man diese Zinsen künftig abschöpft. Da soll es um rund 3 Milliarden Euro pro Jahr gehen, um dieses Geld dann in gewisser Weise in Waffen zu stecken und die der Ukraine zukommen zu lassen. Ja, da gibt es doch noch einige rechtliche Bedenken. Die hat auch Österreichs Bundeskanzler vor Beginn des Gipfels noch einmal unterstrichen. Aber das soll jetzt in den nächsten Wochen einfach in
Detail ausgearbeitet werden. Und so sagt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die erste Tranche von diesem Zinsen, also so rund 1 Milliarde Euro, könnte dann schon im Juli freigegeben werden, um hier Waffen für die Ukraine zu kaufen. Und Waffen braucht die Ukraine, vor allem Munition. Hier gehen die Waffenlieferungen und die Munitionslieferungen wirklich nur sehr, sehr zäh voran. Dankeschön für diese Live-Informationen, Raffaela Scheidreiter, und gute Nacht nach Brüssel. Nächstes Thema. Die Pandemie hat gezeigt, wie abhängig Europa und auch Österreich bei der Versorgung mit Medizinprodukten, allen voran Medikamenten, sind. Jetzt will man die Produktion auch hierzulande ankurbeln. Im Pharmaunternehmen Sandoz in Kundl wurde heute eine neue Produktionsanlage im Wert von 50 Millionen Euro eröffnet. Dort will man jetzt große Mengen von Penicillin produzieren, vor Ort statt als Import. Es ist eine Tiroler Werkserweiterung mit internationaler Bedeutung. Von nun an können in Kundl 240 Millionen Packungen des Antibiotikums Penicillin pro Jahr hergestellt werden. Das sind 20% mehr als noch letztes Jahr. Gegenüber 2021 konnte das Produktionsniveau verdoppelt werden. Vom Pilz im Anfangsstadium bis zum fertigen, lebensrettenden Medikament passieren alle Arbeitsschritte in Tirol. Damit sind wir der letzte große Penicillinproduzent in der westlichen Welt, also außerhalb von Asien. Und wir glauben, es ist einfach wichtig für eine sichere Versorgung, dass es auch in Europa Antibiotika-Standorte gibt. Insgesamt bedient Sandoz 60% des weltweiten Penicillinbedarfs. Die Herausforderung, im Vergleich zu den billigen asiatischen Anbietern wettbewerbsfähig zu bleiben, ist groß. Ich vergleiche das auch ein bisschen mit dem Sport. Man trainiert immer, um dann beim Rennen schnell zu sein. Wir trainieren auch, wir erweitern auch unsere Kapazität, wir investieren in Prozesse, um eben möglichst kostenkompetitiv zu sein. Und bis jetzt können wir da gut mithalten. Auch hochrangige Vertreter der Politik betonen heute den Stellenwert des Standorts. Bei den seit Herbst genutzten Anlagen hat die Bundesregierung 45 und das Land 5 Millionen Euro zugeschossen. Die aktuellen 50 Millionen stemmt Sandoz selbst. Es ist jetzt fast ein Monat her, dass diese Videoaufnahmen von obszönen und schwulenfeindlichen Gesängen von Spielern und Funktionären von Rapid eine Welle der Empörung ausgelöst haben. Es ist aber kein Geheimnis, dass der Umgangston im österreichischen Fußball nicht nur an diesem einen Wochenende alles andere als politisch korrekt war. Aber sehen die österreichischen Bundesliga-Vereine nach den Homophobie-Vorwürfen gegen Rapid jetzt die Notwendigkeit, sich grundsätzlich anders aufzustellen? Patrick Obrist hat recherchiert. I'm a footballer and I'm gay. Seltene Worte von einem Fußballer, die offensichtlich schwerfallen. 2021 outet sich Josh Cavallo vom australischen Club Adelaide. Er ist damit der weltweit erste offen schwule Profispieler. Die Angst ist groß vor Hass oder Ablehnung, vor allem von den Fans. Homophobie im Stadion als Ausdruck eines veralteten Männerbildes, das ist die vorherrschende Meinung bei unserer Umfrage. Viele Männer in einem Stadion drin, viel Testosteron. Ich glaube, es liegt einfach nur daran. Es ist natürlich sehr schrecklich, aber ich glaube, dass die Menschen vielleicht gar nicht sich so bewusst sind, wen sie damit verletzen und wie sehr sie die Menschen damit verletzen. Wie groß ist das Problem in der heimischen Liga? Wir haben bei allen 12 Bundesliga-Vereinen nachgefragt. Von 10 Rückmeldungen geben 9 an, homophobe Vorfälle gäbe es bei ihnen in letzter Zeit keine. So heißt es etwa vom LASK. Wir sind überaus froh, dass derartige Vorkommnisse bei uns seit vielen Jahren nicht existent sind. Auch in Bezug auf Fangesänge gibt es in dieser Hinsicht keine Vorfälle, weshalb wir diese Thematik innerhalb unseres Vereins nicht bekämpfen müssen. Auch wenn alle Vereine offiziell Homophobie verurteilen und beteuern, man trete für Offenheit im Fußball ein, schaut die Realität im Fußballalltag weiter anders aus. Weltweit gibt es derzeit nur rund ein Dutzend geoutete homosexuelle Profifußballer. Laut Wissenschaft ist mindestens jeder 20. Mann homosexuell. In der österreichischen Bundesliga wären das ungefähr 17 Spieler. Publik gemacht hat das von Österreichs Fußballern bis jetzt noch niemand. Die Suche nach einem Partner oder einer Partnerin ist oft eine schwierige. Das bekommen auch Menschen mit Lernbehinderungen zu spüren, gerade wenn sie es im Online-Dating probieren. In Schweden wurde gemeinsam mit Menschen mit Behinderung deshalb jetzt eine App entwickelt, die das Daten übers Internet einfacher machen soll. Zeit für neue Bilder und es geht um viel. Iris Krupke sucht die große Liebe. Mein Traum wäre, einen Freund zu finden, mit dem ich den Sonnenuntergang anschauen kann. Er soll Gitarre für mich spielen, mir Saft bringen und Herzen schicken.
dann. Und bei ihrer Suche ist sie nicht alleine. Die schwedische App DigiVi heißt übersetzt Wir sind digital. Hilfspersonen unterstützen die NutzerInnen mit Behinderung dabei, die App zu verstehen und schaffen ein sicheres Umfeld. Denn im Gegensatz zu anderen Angeboten muss man sich bei DigiVi persönlich mit einem Ausweis registrieren. Ist es auch eine Gefahr, ausgenutzt zu werden oder auf unterschiedliche Weise auf Menschen zu treffen, die es nicht gut meinen? Therese Wapsell hat die App mitentwickelt, um in Zukunft mehr Freude beim Online-Dating zu haben. Als ich früher in anderen Apps dann erzählt habe, dass ich eine intellektuelle Behinderung habe, dann wurde ich gemobbt. Sie haben mich blockiert oder sogar gelöscht. DigiVi kommt in der Community in Schweden gut an. Deswegen soll die App bald auch im Ausland verfügbar sein. Wir berichten jetzt noch über das neue Album von Nino aus Wien. Sein jetziges Werk heißt Endlich Wiener Lieder. Es bietet 13 Songs mit Partynächten und Tagen voller Möglichkeiten zum Inhalt. Heute Abend hat er es in der Arena Wien vorgestellt. Und die Tauben fliegen jetzt zur Insel. Poetisch, ausdrucksstark, unverwechselbar. Nino aus Wien bei seiner Albumpräsentation in der ausverkauften Arena. Es heißt Endlich Wiener Lieder. Und ja, so nah am Wiener Lied wie auf diesem Album war Nino noch nie. Wiener Lieder in dem Sinn sind es ja nicht, wenn man es so klassisch sieht. Aber ich wollte auch schon, was alles in den Begriff reinpasst irgendwie. Es ist alles ein Scheiß. Es ist Nino aus Wiens erstes Konzeptalbum in altbewährter aus Wien-Band-Besetzung. Es ist alles ein Scheiß. Ein Album über die Liebe. Von meinem Auto drum, der ganzen Welt davon. Mit dir kennt ja wirklich alles gehen. Und über die Liebe zu Wien. Wo schlechter wär'n. 13 bildgewaltige Lieder, die noch lange nachwirken. Danke, vielen Dank. Letzter Programmpunkt jetzt bei uns, der Blick auf die Wetteraussichten. Nach den Schauern von heute wird das morgen ein trockener Tag, mit Sonne im Norden und Osten, aber auch noch dichteren Wolken. Dazu mild mit 14 bis 20 Grad. Am Samstag ist es zunächst noch zeitweise sonnig und warm. Später erreicht uns aber eine Kaltfront mit Sturmböen, Regen und in der Nacht auf Sonntag mit Schneefall, dann auch im Süden. Die Abkühlung am Sonntag ist aber nur von kurzer Dauer. In Richtung Ostern wird es schon wieder überdurchschnittlich warm. Knapp 10 Minuten vor Mitternacht beenden wir jetzt diesen Nachrichtentag von der ganzen Redaktion. Jetzt noch eine gute Nacht. Auf Wiedersehen.